Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Journey in FIFA 17. Wir haben beim letzten Mal nicht eine ganz so brillante Leistung gegen den BVB gezeigt, dafür aber ein ganz gutes Debüt in unserem ersten Freundschaftsspiel davor. Und ja, schauen wir mal, ob das so weiterläuft. Als nächstes müssen wir in unserer Vorbereitungstour gegen Real Madrid und mal schauen, ob wir dort wieder in der Startelf stehen oder eingewechselt werden. Ich finde eingewechselt werden tatsächlich in dem Fall sinnvoller, weil ich eine direkte Vorgabe von Trainer bekomme und die Chance, dass wieder ausgewechselt werden, sehr gering ist. Wir starten auch nicht in der Startelf. Das Ganze scheint aber schon eine etwas bessere Mannschaft zu sein dort. Ibrahimovic, Mkhitaryan, Carrick spielen von vornherein. Auch Ashley Young auf links, Valencia hinten rechts. Also das ist schon eine etwas stärkere Elf. Weder wir noch unser Kumpel dürfen diesmal also von vornherein spielen. Das ist interessant. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auswechselspieler mal wieder. Die Followerzahl ist wieder gestiegen, da wir uns erneut als Auswechselspieler qualifiziert haben und nicht auf die Reservebank verfrachtet wurden. Ansonsten haben wir hier nur nach wie vor die Transfergerüchte zu Manchester City, Real Madrid. Die Clubs bereiten sich auf die Vorbereitungsspiele vor. Wer sind denn bitte Hunter und Walker? Was genau soll das, Manchester United? Hey, halt die Fresse. In der Vorbereitung geht es gegen einige Top-Vereine. Mal sehen, wo unser Weg diese Saison hinführt. Hoffentlich nach ganz oben. Und nicht nur für uns, sondern auch für unser Team. Denn dafür sind wir ja da. Kann natürlich auch ein bisschen gescriptet sein. Im ersten Spiel wurden wir quasi eingewechselt, im zweiten waren wir in der Startelf, in der dritten sitzen wir mit unserem Kumpel zusammen auf der Bank. Kann aber auch an unseren Leistungen liegen, man weiß es nicht. Wir sehen auf jeden Fall, dass unsere Mannschaft defensiv etwas unter Druck steht. Aber wir haben ja auch einen Zlatan vorne. Der verletzt ist. Ist das unsere Chance? Ist das unsere Chance? Zlatan ist verletzt und könnte ausfallen. Vielleicht längere Zeit. Beeindrucke den Boss, erreicht das Spielwartungsziel von 7,02 Vorlagen. Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Das wird schwierig. Wir spielen nach wie vor Weltklasse, muss ich dazu sagen. Also, zwei Vorlagen ist jetzt nicht wirklich so ein Ziel, wo man sagen muss, mache ich mal eben gegen Real. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wir kommen natürlich auch etwas früher rein. Und da haben wir die erste. Das war geschenkt. Ist das wirklich Weltklasse? Ich habe extra im Menü nochmal nachgeschaut, bevor ich das gucke. FIFA stellt das hier irgendwie immer aufgrund meiner Leistung. Ich habe jetzt ein paar Mal auf Legende in Ultimate Team gewonnen und er hat automatisch wieder von Anfänger, wo ich es heruntergestellt habe, damit ich vor jedem CPU-Game umstellen muss. Hatte ich es auf Anfänger gestellt und er hat automatisch von Anfänger wieder hoch auf Legende gestellt. Deswegen müsste ich jetzt vor Journey-Start noch einmal auf Weltklasse wieder runterstellen. Aber ja, scheinbar offensiv sind die etwas stärker. Scheint hier also tatsächlich irgendwie Weltklasse zu sein. Vielleicht auch nicht. Das lässt sich immer schwer sagen. Die variieren ja auch recht stark. Rojo. Hatte ich mir besser vorgestellt. Okay, aber eine von unseren zwei Vorlagen, die wir haben sollen, haben wir. Das mit dem Spielgewinn sind wir auf gutem Weg. Unsere Kram da oben. Unser Hauptziel haben wir momentan auch einigermaßen erfüllt. Wollen wir mal selber eins erzielen? Nein, wir müssen die zwei Vorlagen haben. Scheiße. Ich hätte schießen sollen, aber ich wollte die zwei Vorlagen jetzt relativ früh safen. Um dann danach uneingeschränkt spielen zu können. Leider war das dann eine Fehlentscheidung, die Situation. Wie gesagt, wir haben hier zwei Schwierigkeiten. Nicht nur, dass wir auf Weltklasse spielen, sondern zusätzlich auch noch, dass wir halt pro Spiel noch zusätzlich zu Gewinne das Spiel noch zusätzliche Challenges haben halt. Wodurch wir halt durchaus etwas unter Druck kommen könnten in dem einen oder anderen Spiel. Aber das will ich ja auch. Ich will es hier nicht zu einfach haben. Das wäre dann ja langweilig, wenn wir einfach alles durchrushen würden und jeden Gegner mit 20-0 vom Feld fegen würden. Wir wollen ja Spannung drin haben. Es kann ja nicht immer alles rundlaufen. Tut es ja im Fußball auch nicht.
Jetzt hätte ich mal selber abschließen wollen. Jetzt hat es nicht funktioniert. Aber wir kommen offensiv ganz gut durch. Die Real Madrid, die Lehnen spielen hier vermutlich auch. Also die Madrilenen hier natürlich, die spielen höchstwahrscheinlich auch mit einer B11, wie unsere 90% unseres Teams ja auch. Dementsprechend ist es auch etwas einfacher durchzukommen. Ja, ich will meine zwei Vorlagen haben. Deswegen spiele ich halt solche Pässe, die eigentlich unnötig sind. Solche Pässe würde ich halt niemals spielen. Aber ich hoffe halt so ein bisschen drauf, dadurch, dass es halt alles B11-Spieler sind, vielleicht sogar C11-Spieler teilweise, dass wir halt dadurch ein bisschen was sammeln können. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball, bitte. Oh, oh. Ich muss aufpassen, dass ich denke immer nicht daran, dass unsere Spieler natürlich auch nicht die besten von den Werten her sind. Also darf ich da auch keine riskanten Aktionen machen. Jetzt haben wir gleich schon 80. Minute. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen mit unserer zweiten Vorlage. Ach, was ist denn das? Das war doch kein Foul. Leck mich. Oh oh. Das ist eine gute Position. Zum Glück kein Ronaldo oder Bale auf dem Platz. Und der ist drin. Und damit haben wir das zweite Ziel aktuell verfehlt. Das heißt, jetzt müssen wir richtig noch einen raushauen in den letzten 10 Minuten des Spiels. So hätten wir aktuell nur eins von drei Zielen erreicht. Nämlich unsere Gesamtbewertung. Und das ist wieder ein schlechter Ballverlust gewesen. Ich will halt diese scheiß Vorlage sammeln. Ich könnte so gut aufs Tor zielen teilweise oder halt andere Aktionen machen. Aber ich will halt zwangsläufig diese direkte Vorlage haben. Okay, wir haben Mkhitaryan jetzt. Wir haben Mkhitaryan. Und der bringt uns einen guten Freistoß. Und ich möchte jetzt gerne, dass wir auch diesen Freistoß reinbringen. Wegen Vorlage, ihr wisst schon. Leider war das schon mal nichts, aber wir haben noch die Chance. Ah! 86. Minute, das sieht schlecht aus. Das sieht aus, als wenn wir zwei von drei Zielen verfehlen würden. Noch ist nichts verloren. Aber auch noch nichts gewonnen! Das war schon wieder so knapp. Auch hier wieder Hunter. Bring den rein. Du musst deine Vorlage sammeln, aber auch der geht wieder viel zu nah an den Torwart. Ich kann leider Taktik nicht ändern, da ich ja nur Spieler und kein Kapitän oder sonst was bin. Deshalb kann ich jetzt auch nicht alles auf Offensive stellen. Wir bekommen die 5 Minuten Nachspielzeit, wahrscheinlich wegen der Ibrahimovic-Verletzungspause. Aber das heißt, dass das hier die letzte Aktion wird. Vielleicht kriegen wir noch eine. Aber so nicht und damit ist es verloren. Also nur unentschieden, damit zwei von drei Challenges nicht erreicht. Das wird bei unserem Chef nicht gut ankommen. Ah, das hätte so schön sein können. Wir hätten zwei, drei richtig gute Chancen, die zweite Vorlage zu machen. Wir sind so gut gestartet. Eine Minute auf dem Feld und gleich eine von zwei Vorlagen gesammelt. Aber ich habe es von vornherein gesagt, so als einziger Stürmer auf dem Platz dann zwei Vorlagen geben zu müssen, ist eine sehr komische Aufgabe. Die wir halt leider nicht erfüllen konnten. Schade, Boni nur einen von drei. Schöne Übersicht, klasse Vorlage. Mit solch harten, kurzen, präzisen, kurzen Pässen wird es uns leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Leider hat uns das nicht viel gebracht. Hm, ärgerlich. Ist dann auch die erste offizielle Nicht-Sieg, der erste offizielle Nicht-Sieg in unserem Vorbereitungsturnier. Final preseason game. You must be disappointed to have not come away with a victory. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga, somos un equipo grande
y queda mucho todavía. Do you think the injury had a big impact on the game? Sí, tuvo mucho, pero Alex Hunter tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Naja, wenn wir gewonnen hätten, sicherlich ein etwas besseres Interview. Aber okay, wir bekommen keinen Startelf-Bonus, wir bekommen keinen Torschützen-Bonus, weil wir Vorlagen machen mussten. Hat unseren Transferwert aber trotzdem um 100.000 gesteigert. Naja, ein paar mehr Follower haben wir gekriegt. Immerhin, ersten Sponsorendeal kriegen wir nach wie vor bei 200.000. Da fehlen uns doch einige für, aber wir bekommen etwas mehr bei Schießen. Das finde ich gut. Bei Passen komischerweise nicht, obwohl wir den Vorteil gemacht haben. Wir haben einen Skillpunkt erhalten. Können wir den irgendwie investieren? Schauen wir mal rein. Einen Skillpunkt haben wir. Damit könnten wir uns entweder... Nee, dafür brauchen wir zwei für. Da brauchen wir einen Einwurf bis in den Strafraum. Wir machen sehr selten Einwürfe, wie gesagt. Schwachen Fuß verbessern. Das wäre was wir verbessern könnten. Was können wir noch tun? Zweikämpfe verbessern. Grätschen verbessern. Sollten wir später drauf gehen. Die Chance von Hackenpässen, schicken Ballannahmen. Ja, kann man machen. Ist aber auch eher für ZOM wichtiger, denke ich mal. Versieht deine Pässe und Steilpässe bei Bedarf mit Schnitt. Ja, für die Vorlagensachen eventuell was. Flanken ist eher was für die Seite. Elfmeter. Elfmeter zu verbessern. Wir werden momentan halt noch nicht viele Elfmeter schießen. Wir kommen dann zwei Werte bei Elfmeter dazu. Aber naja. Freistöße verbessern, da haben wir einen so schlechten Wert, dass wir den definitiv so gut wie nie schießen werden. Das heißt, wir werden bei schwachen Fuß bleiben. Wir erhöhen unsere schwachen Fuß. Also verbessern unseren schwachen Fuß. Haben damit einen 5-Sterne-schwachen Fuß, wie ich das richtig gesehen habe. Und damit können wir jetzt beidfüßig agieren. Das ist sehr gut. Aber sehr gut war nicht unsere Leistung, die wir in den uns verbliebenen 40 Minuten dort auf dem Spielfeld bringen konnten. Wer ist Mr. Alexander? Vielleicht mein neuer Lieblingsspieler? Das hatten wir, glaube ich, schon. Ihr wart als Kinder schon ein super Sturmduo und ihr seid es immer noch. Laut den Medien steht der Transfergruppe, das sehen wir schon. Ja, dann mal weiter, ne? War das Vorbereitungsturnier? Rio Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oi. Did alright out there, didn't we, mate? Ist bloß ein Testspiel gemeinsam auf den Rasen unfassbar, ja, auf jeden Fall. I can't believe we were on the same pitch as those guys. They look completely different in person, don't they? Yeah, and they play completely better too. Yeah. Tell you what blows my mind though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you. We're gonna take those prem defences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. Oh, der Blick. Ich sag da mal nichts zu. Wir sind trotzdem tolles Duo. You and me were unstoppable, bruv. Almost like telepathic. Yeah. New Rooney and Ronaldo, bro. Shearer and Sutton, SAS. You're a nerd. Your confidence is admirable. But your maths, not quite so much. You what's alright? By my calculations, only one of our first choice of strikers is currently injured. And two into one do not go. Das macht obviously uns zu Konkurrenten. Starting. Yeah, man. If we want to lose. Oh, oh. Tja. Also Ibrahimovic fällt wohl länger aus. Das heißt, einer von beiden wird sich durchsetzen, der andere nicht. Slatan Ibrahimovic fällt aus. Das ist die Chance für die jüngeren Spieler von Manchester United, Mr. Alexander und Real Gas Walker. Ihr könnt zu zeigen. So, der Auswahl von Slatan Ibrahimovic ist echt bitter. Hoffentlich können Mr. Alexander und ich dich ersetzen. Schwere Aufgabe. Vielleicht kann Mr. Alexander den Ausfall kompensieren. Krisen stärken die Menschen. Schwerer Schlag für Manchester United. Slatan Ibrahimovic fällt mehrere Monate aus. Wer kann ihn ersetzen? Vielleicht Mr. Alexander und Real Gas Walker. Wenn die Chance kommt, müssen Spieler wie Mr. Alexander und Real Gas Walker bereit sein,
bitter, dass Zlatan Ibrahimovic sich verletzt hat. Könnte mehr Spielzeit für meine Klienten Mr. Alex Hunter und Real Gareth Walker bedeuten. Da hört sich Gareth Walker auf jeden Fall wieder relativ sympathisch an. Mal sehen, was dann noch draus geht. Wir sind auf jeden Fall in unserem Trainingslager um einen Gesamtpunkt gestiegen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar um 2, sind wir mit 60 gestartet. 60 hört sich eigentlich jetzt besseren Wert an. Aber jetzt haben wir 62. Natürlich immer noch keine Zlatan Ibrahimovic ja, Qualität. Da müssen wir noch einiges daran arbeiten, bis wir die erreicht haben, bevor er wieder gesund wird, um eine ordentliche Konkurrenz zu sein. Jetzt sind wir zurück im Training auf jeden Fall. In der Teamzentrale wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler angezeigt. Zeige gute Leistung im Training, guten Spielen, um Alex Trainerwertung zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht Alex Chancen, es im Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistung zeigt, er hätte den Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Okay, wir sind knapp vor der Startelf aktuell. Das heißt, wir haben wohl sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Another day, another practice. Let's get on with it. Dann schauen wir mal. Power and precision from outside the box. Come on, let's get the lead out of your boots. Okay, Abschluss aus Kurzdistanz und Lupfer. Das könnte uns beide auf jeden Fall unser Abschlusswert erhöhen. Schusskraft könnte auf jeden Fall erhöht werden. Wichtig, das brauchen wir auf jeden Fall für Ingame. Ganz dringend. Also. Hau mal einen raus, Alex. Das war nicht gut. Schon besser. Schon besser. Leider noch keine Zielscheibe getroffen. Aber immerhin ein paar Mal das Tor. Okay, da haben wir die Zielscheibe erwischt. Das ist nicht schlecht. Wollen wir es nochmal probieren? Nein, wir lassen es dabei. Es ist kein A-Rang. Leider kein A-Rang, aber es ist okay. Überwinde den Torwart mit einem Lupfer. Okay, dann komm mal raus, Torhüter. Danke sehr. Den nächsten. Okay, so eine gute Lupferwertung haben wir wohl noch nicht. Fuck. Ah, nein. Okay. Wir müssen unsere Lupferwertung auf jeden Fall noch erhöhen. Oder wir sollten ihn einfach näher rankommen lassen. Oder wir sollten näher rangehen. Puh, das war bislang nicht so eine gute Leistung. Okay, aber aus dem Lauf schießen wir besser. Das ist sehr gut. Der war richtig scheiße. Den sollten wir nochmal machen. Den sollten wir nochmal machen. Der ging vorbei. Oh, fuck. Das läuft gar nicht gut, dieses Lupfer-Tutorial. Das war schon etwas besser. Das... Geht schon wieder an die Latte. Wieso geht der jedes Mal an die Latte? Oh, fuck. Das könnte kompliziert werden. Vielleicht hätten wir den ersten doch nehmen sollen. Aber jetzt läuft der Kram auf jeden Fall besser. Ja. Nein. Oh, letzter Versuch. Hau ihn richtig schön rein. Oh, der war richtig scheiße. Oh, wir haben noch einen. Fuck. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, das war schlechter als der erste Versuch. Den sollten wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja, sehr gut. Okay, den nächsten. Ja, ja. Okay, den habe ich schon eigentlich drüber gesehen, aber der ging noch ganz gut rein. Jetzt schon eine bessere Punktzahl als beim letzten Mal. Und der geht auch rein. Okay, das wird uns jetzt richtig Punkte beim Trainer bringen. Richtig Punkte beim Trainer bringen. Oh mein Gott, jetzt gehen wir hier aber ein bisschen ab. Jetzt gehen wir hier. Das war der perfekte Versuch bis hierhin. Besser geht's nicht. Auch der sitzt. Und der letzte, den hat er gehalten. Ist mir vollkommen egal. Wir haben fast 11.000 Punkte. 7.500 haben wir, glaube ich, gebraucht. Den nehmen wir hundertprozentig. Das kann uns doch eigentlich Startelf-Punkte bringen, oder nicht? Ich sehe da jemanden in der Startelf stehen, oder? Wie kann Zlatan es eigentlich auf die Auswechselbank geschafft haben, wenn er verletzt ist? Ja, unsere Schusskraft ist fast auf 60. Unser Abschluss ist mittlerweile sogar auf 62. Auf 61, das finde ich sehr gut. Sprungkraft hat sich nicht erhöht. Obwohl, weiß ich nicht, das haben wir haben ja nur Abschluss- und Schusskraftvergleich zwischen nach Kurzdistanz und nach Lupfer. Gefällt mir.
Wir sind immer noch Auswechselspieler. Schade, da oben links sehen wir auch unsere Trainerwertung. Die ist nicht gestiegen, trotz der brillanten Leistung im zweiten Training. Das verwundert mich. Vielleicht hätten wir doch A im ersten Training erholen sollen, oder? Es ist noch nicht möglich, in die Startelf zu kommen. Es sind auf jeden Fall ganz knapp davor. Ganz knapp. Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? Look, have you seen it? It was in my bag. No. Ich sehe ihn. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Wait, we made the squad, man! Yeah! Get in! Yes! Come on, boy! Mate, you just watch me! Yes! What? Oh, I don't know what to do myself. I can't believe it. I can't believe it! Du hättest sogar fast die Startelf geschafft, komm, Junge, also... Das war ja wohl safe. Ich denke mal, die Situation kann auch anders laufen, oder? Also ich habe gehört, dass man tatsächlich auch direkt am Anfang sich nicht qualifizieren kann und alles mögliche. Also es ist wohl alles möglich. Unsere Gesamtwertung hat sich auf jeden Fall wieder gut erhöht. Die Welpen, Gareth Walker und Alexander dürfen heute erstmals ran. Der Auslandsstatus ist bitter, aber die Tatsache, dass Alexander und Walker keine eine Chance sein. Die Youngsters, Alexander und Gareth Walker bekommen nach der Verletzung von Slatim Ribic ihre Chance. Lasst sie uns unterstützen. Ich wünsche den jungen Talenten Mr. Alexander und Real Gareth Walker viel Erfolg. Sie werden heute ihre Chance bekommen. Wer soll nach dem Anfang von Zlatan Ibrahimovic die Tore machen? Die Nachwuchsleute Alexander und Gareth Walker. Future is now. Zlatan Ibrahimovic fällt aus. Das ist die Chance für die jungen Spieler. Blablabla, haben wir schon gelesen. Sehr gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's los in London. Also ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.